Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um das Kohleausstiegsgesetz. Ich nehme dieses Video gerade am 3. Juli 2020, kurz vor 10 Uhr auf. Jetzt gerade in diesem Moment ist das Kohleausstiegsgesetz im Bundestag zur Diskussion. Wenn ein Gesetz im Bundestag zur Diskussion steht, dann heißt das, dass die Bundesregierung, also die Koalition, vorher schon beschlossen haben, wie sie jetzt abstimmen werden, dass sie sich bereits auf einen Kompromiss geeinigt haben und jetzt eben die öffentlichen Diskussionen, die Rückfragen und so weiter im Bundestag stattfinden. Viel wird sich da jetzt nicht mehr durch diese Rückfragen ändern, das ist klar. So läuft nun mal auch Bundespolitik ab oder Politik überhaupt. Aber ich möchte mal ein bisschen darauf eingehen, was in diesem Kohleausstiegsgesetz steht und was da vielleicht noch nicht so ganz optimal ist. Diese Regelung beschreibt ja schlussendlich einerseits, dass der Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 stattzufinden hat. Klar, verschiedene Stimmen sagen, das geht deutlich schneller, andere Stimmen sagen, viel zu schnell, ist eine schwierige Sache im Rahmen des gesamten Energiesystems und der Energiewende, kann man sagen, es würde sicherlich deutlich schneller gehen können. Ein anderes Thema, was dort aber natürlich in diesem Kohleausstiegsgesetz auch geregelt ist, sind einerseits die Strukturhilfen für die Regionen. Da kann man auch, denke ich, nichts dagegen sagen, aber eben auch Entschädigungszahlungen für die Betreiberkonzerne der Kohlekraftwerke. Und spätestens da kommen wir zu einem richtig spannenden Ding. Aber erst nochmal kurz auf die Strukturförderung für die Regionen. Es sind natürlich vor allem Nordrhein-Westfalen, die Lausitz, aber auch Mitteldeutschland ein Stück weit betroffen, weil wir eben genau dort die großen Kohleregionen, die großen auch Kohlekraftwerksregionen haben. Und genau diese sind natürlich davon betroffen, wenn diese Infrastruktur, wenn diese Wirtschaft, die Zulieferung und so weiter dort wegfällt. Und deswegen möchte man ungefähr 40 Milliarden Euro eben genau in die Strukturförderung, in ja, die Ansiedlung von neuen Wirtschaftszweigen und so weiter investieren. Dagegen kann, denke ich, niemand was sagen. Das ist richtig gut. Hier und da gibt es sicherlich immer noch bessere Ideen, was man konkret macht, aber das Geld kann dort erstmal sehr gut gebraucht werden. Der andere Punkt sind aber eben genau diese Entschädigungszahlungen für die Betreiberkonzerne. Und aktuell sind eben 4,3 Milliarden Euro für die Braunkohlebetreiberkonzerne RWE und LEAG im Gespräch, die eben praktisch dann gegen Annahme des Geldes sagen, okay, wir werden spätestens 2038 abschalten und wir werden nicht klagen. Das ist praktisch der Deal, der gegen diese 4,3 Milliarden Euro dann eben auch eingegangen werden sollte. Jetzt gibt es aber Gutachten, die eben so vorrechnen, ah naja, also 4,3 Milliarden Euro, so viel Kosten haben diese Konzerne gar nicht durch den Kohleausstieg. Und genau da wird es dann eben tricky, weil eben auch Leute, die sich sehr gut damit auskennen, ich werde euch das Hauptgutachten von Felix Mattes aus dem Öko-Institut mal auch unten in der Videobeschreibung verlinken, der sagt eben ziemlich klar, nun, also so viel kostet das bei weitem nicht. Da gehen an beide Konzerne wahrscheinlich jeweils 1 Milliarde zu viel. Und genau da wird es eben tricky, genau da wird es ein bisschen eigenartig und genau da sollte wahrscheinlich nochmal ein bisschen nachgeprüft werden. Aber was ist außerdem jetzt hier noch Teil dieses Gesetzes? Es gibt zum Beispiel einen Umrüstungsbonus für etwas jüngere Kohlekraftwerke, dass man dort praktisch auf Gas statt Kohle als Brennstoff umrüsten würde. Und da war vorher mal ein Betrag von 180 Euro pro Kilowatt als Bonus im Gespräch und das hat man jetzt kürzlich geändert und erhöht auf 390 Euro. Von 180 auf 390 Euro, das ist natürlich eine spannende Steigerung, die sich dann eben pro Kilowatt Leistung des Kraftwerkes auch wirklich ganz schön lohnen würde. Und das ist eben auch ein Punkt, wo man sagt, naja, Gas ist schön und gut und Gas ist sicherlich auch nochmal etwas Besseres als Kohle, wenn man sich den Brennstoff anschaut. Und Gaskraftwerke können klassischerweise auch etwas flexibler gefahren werden als die überdimensionierten Kohlekraftwerke und erst recht als Atomkraftwerke. Aber auch hier muss man sagen, Gas ist trotzdem ein fossiler Brennstoff und Gas ist eben auch nur eine Übergangstechnologie und hier scheinbar wieder eine maximale Wirtschaftsförderung oder Subventionierung für eben fossile Energie aufzustellen, weil man, keine Ahnung, in der Bundesregierung nicht an die Energiewende glaubt. Man kann es nicht so richtig verstehen. Außerdem gibt es
noch verschiedene weitere Boni, nämlich dafür, dass man eben sagt, hey, ich bin bereit, jetzt in diesem Jahr mein Kraftwerk noch früher abzuschalten. Und dann bekommt man praktisch nochmal einen extra ja, Abschaltbonus, könnte man fast sagen. Immer der, der das günstigste Angebot zum Abschalten macht, der kriegt dann praktisch den Zuschlag und kriegt noch diesen Abschaltbonus ausgezahlt. Das Ganze läuft bis 2027 und danach wird man eben praktisch in eine Reihenfolge geschrieben und muss dann eben zu einem gewissen Zeitpunkt spätestens abgeschaltet haben, beziehungsweise vom Netz gehen. Das Dilemma so ein bisschen an dieser gesamten Förderung ist natürlich, dass Braunkohlekraftwerke und auch überhaupt Kohlekraftwerke sowieso in den letzten Jahren schon nicht mehr so richtig rentabel waren und an ganz vielen Stellen eben nicht unbedingt so laufen konnten, wie es der Markt vielleicht gefordert hätte. Eben genau, weil jede Menge erneuerbare Energie eingespeist werden konnte, viel Wind, viel Sonne und eben auch, weil verschiedene andere Aspekte wie teurere CO2-Bepreisung, aber jetzt natürlich auch die Corona-Krise in diesem Jahr dafür gesorgt haben, dass sich eben die Vermarktung des Kohlestroms einfach kaum noch gelohnt hat und viele Kraftwerke gar nicht mehr ein Plus erwirtschaftet haben, sondern defizitär waren. Die haben das überlegt, weil sie in den letzten Jahren davor wirklich unfassbar viel Geld verdienen konnten. Den Konzernen ging es ja an sich wirklich gut, aber in den letzten Jahren ist es ganz schön zurückgegangen. Das habe ich auch an anderer Stelle schon mal erwähnt und erklärt. Und jetzt ist es eben so, dass ja heute im Bundestag, an dem Tag, an dem ich dieses Video also auch veröffentliche, dieser Beschluss über das Kohleausstiegsgesetz kommt. Damit ist der Ausstieg 2038 fest. Damit ist diese gesamte Roadmap an sich fest. Aber man kann zumindest schon mal sagen, dass die Entschädigungszahlungen eben genau für diese Konzerne immer noch durch die EU-Kommission beihilferechtlich geprüft und freigegeben werden müssen. Und deswegen hier praktisch noch im Herbst, zumindest Anfang Herbst, eine weitere Runde im Bundestag wahrscheinlich gedreht werden muss, um diese Entschädigungszahlung für die, also ich sage hier Entschädigungszahlung ganz klar in Anführungsstrichen, an die Betreiberkonzerne dann eben nochmal im Bundestag diskutiert wird und dann eben auch nochmal final beschlossen werden muss, sollte die EU-Kommission das Ganze freigeben. Da gibt es also durchaus noch Möglichkeiten, dass sich etwas ändert und dass man da vielleicht auch nochmal mit Protest ein bisschen Bewegung reinkriegen kann. Das werden wir noch sehen. Jedenfalls ist das Kohleausstiegsgesetz schlussendlich die Festlegung jetzt final für den Kohleausstieg 2038, für die Strukturförderung, gegen die man nichts sagen kann, für die Entschädigungszahlung an die Betreiberkonzerne, gegen die man durchaus was sagen kann, und eben auch noch für die weiteren Abschaltboni, die nochmal eine weitere Subventionierung von wahrscheinlich sowieso schon nicht mehr wirklich entweder notwendigen oder überhaupt ja, hilfreichen Teilen unserer Energiewirtschaft eben sind. Das Ganze ist ganz schön schwierig in ein kurzes Statement zu fassen, denn schlussendlich haben wir einen Atomausstieg, der die nächsten 2 Jahre läuft. Wir haben einen Kohleausstieg, der dann irgendwann mal laufen soll, viel zu langsam für das Ansehen von den meisten Leuten, die sich mit Energiewende beschäftigen. Gleichzeitig wird der Zubau von eben genau den erneuerbaren Energien seit Jahren geradezu torpediert. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter sein soll. Das war soweit die Zusammenfassung. Für das Kohleausstiegsgesetz habt ihr dazu Fragen oder Statements, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, like dieses Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.